Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir hier und da ein paar Missionen abgegeben, haben in Arcadia ein paar Sachen erledigt, haben versucht, sie zu überreden, die Insel zu verlassen, hat aber nicht geklappt. Deswegen komme ich jetzt mit besseren Klamotten um die Ecke. Mir fällt gerade auf, ich habe die Schmalzlockenperücke vergessen, die mir auch, glaube ich, ein oder zwei Charisma plus gibt. So, jedenfalls, wir haben jetzt 10 Charisma und jetzt werden wir sie hoffentlich irgendwie dazu überreden können, die Insel zu Das ist verlassen. ein heiliger Ort. Weil sonst ist er irgendwie blöd. Die Kinder des Atoms wollen dich tot sehen. Das geht nicht. Ich habe die Kinder des Atoms. Ah. Sie wollen nicht. Hier mach Ich schon habe alles. es mit. Ich weiß, dass es. Du kannst nicht klar denken. Meinst du, ich Aber was? wollte. Aha. Aha. Wenn du hier bleibst, bist du so gut wie tot. Du musst runter von der Insel und darfst nie Nee, das klappt zurückkommen. nicht. Das klingt vernünftig. Well, jetzt klingt's Kinder des vernünftig. Atoms nicht die Augen öffnen kann, sollte ich meine Wahrheit woanders Na, im verbreiten. Commonwealth. Warte. Der Wille des Nichts offenbart sich mir. Ich muss die Botschaft verbreiten, ganz gleich, wie weit ich dafür reisen muss. Du solltest Richter und den anderen sagen, dass ich tot bin. Ich will nicht riskieren, dass sie mir folgen. Danke, dass du mir die Augen für das geöffnet hast, was ich nicht erkennen konnte. Ja, warum nicht? Ja, das ist so großfanatiger Richterzeug, ja. Der mir glaubt. Das ist so eine Frage wahrscheinlich. Gut. Er war ein bisschen am Mogel, aber ist mir vollkommen egal. Der Nukleus. So. Dafür habe ich auch ein paar Sachen hier vorbereitet. Wir können noch ein paar Sachen kaufen und ja. Ich habe mich und Dance mit ein paar Sachen vollgeladen, die ich nicht mehr brauche, die ich in meinen. Weil ich dich immer gefunden habe und irgendwie eingelagert habe nach den Ende der Parts. Und ja, die Sachen bringen mir schon ein bisschen Geld ein, deswegen habe ich die aufbewahrt und ich tue eigentlich alles aufbewahren, so legendäre Sachen mit Sternchen, wenn ich die nicht gebrauchen kann. Und ja, tue die sozusagen verkaufsbereit irgendwo einlagern. Und ja, genau diese Sachen habe ich jetzt alle aufgeladen und die werden einfach verkaufen. Um Geld und Kronkorken und so weiter alles zu verdienen und diese eine. Ich weiß nicht mehr, was wir noch kaufen konnten bei der einen, aber ich glaube, es war doch gut. Also immer das. Müssen ja alles hier brauchen. So, aber erstmal du. Du glaubst mir doch, ne? Atomsgerechtigkeit wird siegen. Schwester Gwyneth wird euch keine Probleme mehr machen. Sie ist selbst schuld. Ich will keine Einzelheiten wissen. Na Und gut. ist mir offen gesagt egal. Du hast gute Arbeit geleistet und deine Hingabe und, noch wichtiger, deine Loyalität bewiesen. Atom lächelt heute auf dich herab, Bruder. Hätte ich dafür bezahlt. Toll. Wo genau lasse ich mir eigentlich meine Atomkröten auszahlen? Da du Atom gut gedient hast, sehe ich über deine Beleidigung Und dann hinweg. hat das Hier, gefallen. nimm. Das ist nicht nur eine Waffe, sondern eines unserer heiligen Nee, Artefakte. das überlebt mich. Ziehe aus und zeige Atomsfeinden keine Gnade. Atomsort? Was zum? Ich glaube, ich habe eine neue Waffe für Strong. Plus 100 Strahlungsschaden, willst mich verarschen? So, und natürlich bin ich jetzt voll überladen. Du Scheiße. Wer macht das Schaden? Alter, 73 und 230 Strahlungsschaden. Verhaber hat das letzte Mal gegen die Kinder des Alter. Atoms gesündigt Ja, der und hat sein Strong Urteil neues bekommen. Spielzeug. Ich habe irgendwie mal gelesen, dass Kate auch irgendwie eine sehr gute Nahkämpferin sein soll. Also sollte ich ihr vielleicht auch mal irgendwas geben. Aber Strong sehe ich eher so mit so einem Hammer und ja, ich muss jetzt ein bisschen langsam gehen, weil ich schon wieder überladen bin wegen dem blöden Teil. Und warte mal, hier war der Laden irgendwo. Ja, vor allem wir kriegen jetzt hier Belohnungen von beiden Seiten. So, nicht du, sondern du. So, habe ich noch Traumenthalt, aber das wird wahrscheinlich Dings nicht gefallen, ne, Lanze. Ja, ich habe jetzt genug Charisma, dann wird ja wohl alles Nein, billiger sein. da bist du wieder. Danke nochmal, dass du den Pumpenregulator. Ich habe ihn schon gefunden. Zeig mal, was du so hast. Nichts ist Muss ich schwach, den wenn nicht noch man es suchen? richtig einsetzt. Okay, was hast du noch mal hier? Habe ich das schon gekauft?
Rack and Marie, in rechter Arm, mit Laufgeschwindigkeit, ist Trias um 10%, 10.453. Waffen, nichts mehr, ne? Ich will alles hier aufkaufen, bevor ich einen von euch erledige, fraktionsmäßig. Das ist meine Aufgabe, meine jetzige. So, Rack and Marine haben. So, und jetzt sollte ich vielleicht erstmal die Sachen von Dance holen. Aufgepasst. Damit ich auch verkaufen kann. Ist immer vorbereitet. So, guck ich mal, was ich hier noch mitgenommen habe. Fatmans. Kampfmesser, aber ich loswerden will. Shishkebab. Raketenwerfer, Unterjubelgewehr, alles so Sachen. Ist die empfohlene Maximallast für Boden einer. Kannst du mir auch direkt sagen, dass ich fett bin? Boah. Lass mal sehen, was du so hast. Nichts ist Schrott, wenn du das ist so eine geile Umschreibung. Und jetzt, wenn ich irgendjemand sagen will, leider fette, sage ich einfach, du hast die maximal Belastbarkeit einer Infanterieeinheit oder wie auch immer überschritten. Das ist so geil. So, ich werde nicht alles hier reinkriegen wahrscheinlich, aber was soll's. Minigun, das war alles irgendwie viel. Ich habe vergessen, den einzulagern, Mann. So, und den... Boah, ich habe hier so viele Sachen vergessen. Jetzt habe ich hier so viele Sachen mitgenommen, aus Versehen. Oh Gott, Körperteilschaden, ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, was ich hier verkaufe. Für kritische Treffer, weg damit, weg damit. Ja, ey. Die Kugeln explodieren beim Einschlag. Die Sachen, die ich nicht verkaufe, sind meistens immer irgendwie mit einem speziellen Namen und so versehen. Ihr Best Friend. Erlöse habe ich so bekommen. Poison Ivy und so, damit ich hier Überblick habe. Ja, Unterhebelgewehr, weg damit. Aber noch Vorkriegsgeld dabei kann ich auch noch verballern. So. Man kann alles weg. Durch Blocken. Durch Gule. Man kann unsichtbar werden, wenn man sich nicht bewegt oder so. Marine-Rüstung noch nicht. Also, überhaupt nicht. So, dann noch Vorkriegsgeld und Bams. Haben wir nur 1000 Böcken, ja, verballert. So, jetzt machen wir, ob ich nichts gekauft habe, was ich aus Versehen gebrauchen konnte. Aber nee, ne. So, die Zeit verlangsamt sich. Ja, das ist zwar nicht schlecht, aber 25% mehr Schaden. Ja, ich habe das mit meinen anderen Sachen, die ich schon verbessert habe, ein bisschen abgeglichen und das scheint nicht so zu sein im Vergleich. So. Aufgepasst. Du zeigst, wohin. Du musst jetzt ein bisschen Müll von mir tragen. Zum Beispiel Atomsurteil. Los, lauf mal mit dem Hammer rum. Okay, der Verlässliche. Den habe ich ein bisschen aufgeballert, dass der jetzt mehr Schaden macht. Kyromine habe ich auch noch nicht eingelagert. Flammenwerfer kannst du haben, das Shishkebab. Vielleicht mit dem Erlöser oder so rumlaufen. Die Marine-Rüstung kannst du jetzt auch mitnehmen. So, jetzt wiegen wir doch mal. Ich schieße. Anständig. Was sind noch? Irgendwie so ungewohnt aus, aber egal. So, noch eine Marine-Klamotte. Wir haben bald das ganze Set hier. Links bei einer Apokalypse. So, rechter Arm. Nur um ein oder zwei Dinger, aber Strahlungsresistenz. Mein Gott, wie das viel. Mich nicht bewegen. Laufgeschwindigkeit, egal. Egal, ob das schlechter oder besser ist. Hauptsache. Eine Sonnenbrille unter meinen Helm tragen, was? So, jetzt haben wir alles hier, ne? 222. Na, zeig mal. Mir sehen die Aufseherklamotten irgendwie besser aus, habe ich das Gefühl. Es fehlt nur noch Bein und linker Arm. Dann mal Reckon, Armor, alles Mögliche, ne? So, jetzt können wir wieder Zeugs machen, hoffentlich. So, Waschsaal. Machen wir dann als nächstes. Aber gar keine Story-Mission fällt mir gerade ein. Oder? Ich habe keine Story-Mission. Wahrscheinlich muss ich erst für die eine machen, ne? Für diese Mai.
Kann natürlich auch sein. So, gut. Jetzt glaube ich nur 2 oder 3 Punkte irgendwie mehr Verteidigung, aber er kann ja den Kampf trotzdem entscheiden, oder? Oder? Keine Ahnung. Mal schauen. Gut. Ja, kurz davor, hier alle restlichen Sachen noch von Faber zu erkunden. So viel ist nicht mehr übrig. Ja, schon eigentlich alles auch gedeckt hier. Ich hoffe, man kommt irgendwann eine Meldung oder eine Trophäe oder irgendwie sowas, wenn ich alles erkundet habe. Da würde mir nämlich sehr helfen. So, nächster Halt ist in dieser komischen Fabrik. Ja, wo ich nicht hin kann. Gehen wir da hin. Da ist abgeschlossen, da können keine Gegner sein. Das beruhigt mich. Ja. Ich habe wieder irgendwas verkauft von meinen wichtigen Sachen. Ja, das wird mich so ankotzen. Vor allem die Sachen verschwinden dann auch nach der Zeit. Das ist ja richtig schlimm. Anstatt auf ewig irgendwie da zu bleiben, was mir irgendwie, weiß ich nicht. Das wird mich beruhigen. Ödland Überlebensführer. Den hat man im Fallout 3 geschrieben. Moira aus Megaton, diese Verrückte, die einen zu Dutzenden Selbstmordmissionen geschickt hat. Aber ich muss erkennen, wie Strahlung auf Menschen reagieren. Lass dich mal voll strahlen und komm dann zu mir zurück. Oder lass dir ein paar Gliedmaßen hier wegsprengen. Damit ich fortgeschrittene Verletzungen studieren kann. Unter anderem. Oder diesen explosiven Knüppel, den man gegen Maulwurfsratten einsetzen kann, wo dann der Kopf explodiert ist. Oh nein, das ist ein Selbstmörder. Wim, Popfabrik. Da ich, wo ich hin muss? Nee, ne? Doch. Pumpengenerator, was ist da noch? Okay, so, ich würde mal die Supermutanten bitte aus dem Weg gehen. Hallo! Uff. Trotzdem keine Erfahrungspunkte, Mann. Ja. Okay. Boah, was zum Teufel? Lanze, geh auf die los. Ah, das kann natürlich wieder leck mich haben. Das kann auch ein bisschen dauern. Ach du Kacke, ey. Mich verarschen? Danz. Ich glaube, ich habe einen Schleichangriff gegen Danz gemacht. Ja, wird so nix. Das ist auch ein Kriegsherr, willst du mich verarschen? Wie soll ich denn die schaffen? Hi. Nee. Ja, die kriege ich nicht. Ja, dauert ja ewig, bis ich die kaputt krieg. Die folgen mir doch direkt, wenn ich reingehe. Ah, da kommt noch ein leuchtender Mutanten und. Warum nicht? Doch. Da habe ich eine bessere Rüstung und ich habe diesen einen Perk hier geholt, wo ich mehr Schaden mache, so 5% jetzt mehr. Trotzdem dauert es noch so lange. Ja, diese Supermutanten, Kriegsfürsten. Au, was zum Teufel? Gegen diese Kriegsherren habe ich keine Chance. Die machen mich platt. Ich kann mal Fatman einsetzen, ne? Aber ich kann mein Fatman einsetzen, ja. Nix, aber muss ich machen, sonst kriege ich die niemals down. Hallo. Noch ein Kriegsherr, willst du mich verarschen? Guck dir da an, wie viel Schaden ich nur mache. Da finde ich doch jetzt ein bisschen übertrieben. Ernsthaft, wie soll ich den down kriegen? Lanz, hilf mir. Krüppel den kaputt. Aua. Ey, was ist das für eine Kacke? Warte mal, Poison Ivy. Was zum Teufel? Warum ist der jetzt so schwach? Hat er gemacht? Alter. Gute Arbeit, Danze.
voll aus wie so ein Fantasy-Hammer irgendwie aus irgendeinem Elder Scrolls-Stil. Ich nehme jetzt nicht so viel Müll mit. Weil jedes Mal muss ich dann zurück zum Commonwealth, da muss ich... Und ich kann mich nicht einfach direkt dahin porten zu meiner Basis. Ich muss immer erst mich zurück zum Commonwealth teleportieren. Dann muss ich zurück zur Red Rock Raststätte und... Was ist das denn? Okay. Da muss ich schon wieder hier hingehen. Ein bisschen nervig. Ich nehme trotzdem mit. Bin ich irgendwie was gemacht? 10 Sekunden vergiftet, ja. Aha. Ist aber verdammt nochmal vergiftet. Das ist zu wenig Schaden, das ist einfach zu wenig Schaden. Und Stimpacks oder so einsetzen, ne? Also das ist doch nicht zu fassen, ne? Irgendwie sehe ich keinen Gift. Das ist wahrscheinlich immun dagegen, ne? Super. Ja, geblieben. Cool, du triffst mich. Guck mal, mein Aufgeschwindigkeit ist jetzt erhöht. Krieg ich nur 121, da würde ich doch ein bisschen mehr bekommen wollen. Rein. Wenn da mehr von diesen Kriegsherren da rumlaufen, dann habe ich keine Chance. Ne? Nur mal so nebenbei. Das ist irgendwie kacke. Irgendwie werden die Gegner immer stärker und ich werde immer schwächer. Muss man irgendwie so Dinge hier hochleveln. Die ganzen Ränge hier von, weiß ich nicht, Schusswaffen. Da muss ich für jede Schusswaffe irgendwie einen anderen Rang irgendwie hochleveln. Ich wechsle andauernd mit meinen verdammten Waffen herum. Natürlich nicht gut. Ja, schon wieder der nächste Kriegsherr. Hallo, na? Ist auch nicht vergessen. Geil. Da ist aber noch eine Mission, ja. Okay. Warte mal. Diese Nachtsicht, ne? Du musst echt nicht hier... Ah! Du musst wirklich nicht hier im... Hallo? Ding ins Rumlaufen. Warte mal, ich habe den Ernteil, genau. Genau, da war ja was. Oh, leck mich. Gibt's doch jetzt nicht. Wie soll ich denn das hier lebend rausschaffen? Nein. Aber tut meine Erlöser mehr Schaden machen als Alter. Jawohl, Danze, gib ihm. Gib ihm hart. Dein Hammer. Dürfte eigentlich gar keinen Schaden machen, ne? Das ist ja Strahlung als den Supermutanten. Aber okay. Opa. Ich kann nicht 10 Milliarden von denen auf einmal bekämpfen. Hallo. Da. Nein. Hau den kaputt. Hau den kaputt. Puff. Puff. Sehr gut. Ah,
hat sie dann aufgefüllt, ne? So. Oh, hallo. Fusionskern, geil. Deine. Legendärer Supermutantenkriegsherr, ja. Pf. Na, warte. Nein, geht der einfach weg. Jetzt gehen wir alle da hinten. Jawohl. Wo ist der Legendäre? Oh, leck mich, der ist jetzt da weg. Da werfen ja auch noch alle Granaten und so. Ist das Ding hier? Einfach so schwarz. Boah, leck mich. Ey. Hör auf mit den Granaten, verdammt. Alter. Boah, was zum Teufel. Ja, so weit von selber. Was ist davon? Boah, wo ist denn jetzt der schon wieder? So. Geht jetzt alle auf die Fresse. Alle getroffen? Ne, der lebt natürlich. Natürlich. Alter Schwede. Guck dich daran an. Ja. Junge, so, der ist vergiftet, glaube ich. Aber irgendwie sehe ich von dem Schaden nichts. 15 Jahren Schaden oder so. Geil. Das ist meiner die Erfahrung. Ich würde 600 von einem Gegner bekommen. Chaos mal Antintelligenz. Hm. So. Aber die werfen immer noch mit verdammten Granaten um sich. Ja, auch damit. Komm, ich mir einen Hammer, damit kann ich mehr anfangen. Bam, bam, bam. Oh nein! Bam, bam, Schuss! Buff! Bam, 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 bam. Wenn da meine Angriffe verbraucht sind, habe ich immer noch einen halben AP-Balken. Autsch, habe ich gehört. Oh mein Gott, da sind immer noch voll viele übrig. Junge! Haben wir jetzt ein bisschen Ruhe? Ja. Gott, hast du mich jetzt erschreckt. Aber ich muss echt hier irgendwie so Skills hochleveln, die meinen Schaden erhöhen. Und langsam wird das echt übel. Gut. Aus. Hm. Schön. Wo bin ich her? Das sind jetzt Standardgegner, ne? Wir gar nicht wissen, wie der letzte Kampf aussehen wird. Wenn ich den irgendwann mal erreiche. Oder sind wahrscheinlich ein leerer Sesam, würde mich verarschen. Die sind in der Regel eigentlich nicht so schwer, glaube ich. Obwohl Fallout New Vegas war verdammt schwer von diesem Schwierigkeitsgrad. Letzter Kampf gegen diesen Centurion-Typen. Und super mutanten Beast, komm her. Netto, weiß ich nicht, nur
Kriegsfürst. Na gut. Ich will wohl Feierabend machen in der Folge. Weil schon wieder Unmögliches von mir verlangt wird. Mal nach rein. Fritteusenfett. Was? Gut, auch hier müssen wir. Okay. Ich gehe die sogar aus dem Weg, weil das kostet so viel Munition und Nerven. Das ist nicht so eine schlechte Idee. Ja, ich beende jetzt erstmal hier den Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Warte mal, super momentan, wie es da kriege ich noch. Wenn ich treffen würde. Das ist nur nach dem super momentan normalen schwächste Viech. Uff. Sehr gut. Gut, dann bin ich jetzt hier ein paar und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.